Der Tatsache bin ich mir sehr gut, sehr deutlich bewusst, dass wir in die Ecke müssen. Ich will aber ungern durch dieses verseuchte Mistgebiet laufen. Wir könnten hier erstmal ein bisschen Wasser genießen, das wäre toll. Dann gibt es da hinten natürlich noch die Asseln, diese komischen Viecher. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich will die nicht unbedingt alle sauer machen. Das ist das, was ich verhindern wollte. Dass die jetzt plötzlich alle sauer auf mich sind. Weil das... Das führt nur zu stressigen Situationen. Das, ich sage ja, das führt zu stressigen Situationen. Oha. So, jetzt habe ich hier ein paar Schwarzameisen klar gemacht. Jetzt ist die nächste Frage. Was brauche ich denn überhaupt alles? Oh, den hatte ich noch gar nicht. Den Kopf hatte ich noch nicht. Okay, wir gucken uns mal jetzt die Rüstung von der Schwarzameisenarmee an. Ich habe einen Kopf, ich habe Ameisenbrocken. Gut. Das passt schon mal. Hier brauche ich Schwarzameisen-Mandibeln. Die kriege ich wahrscheinlich nur von den Kämpfern. Eine Befürchtung, die ich habe. Und dann haben wir noch die Schwarzameisen-Beinpanzer. Den könnte ich mir auch schon bauen. Wobei ich da 6 Stück brauche. Da bräuchte ich vielleicht nochmal 2, 3 Ameisen. Das wäre eine ganz nice Ansatz. Die andere Seite der Medaille ist, ich bräuchte wahrscheinlich zwischendrin dann auch was zu essen. Ich weiß nicht, habe ich noch irgendwie Rüsselkäfer? Ah ja, nein. Es ist alles wie immer. Ich habe keinen Rüsselkäfer mehr. Ich habe aber Hunger. Das ist natürlich ein Problem. Ich werde der Sache jetzt nachgehen, indem ich mir hier ein bisschen Rüsselkäfer organisiere und mir vielleicht ein Lagerfeuer baue, wenn ich rausgefunden habe, wie. So, warte, ich baue jetzt hier, wo finde ich das denn? Das ist ja hier. Bist du hier, hier oder hier? Hier, dafür brauche ich, ach du Heiler, trockenes Gras. 3 Kiesel und Sprössling. Ja, mit dem Gras wird wahrscheinlich das Schwierigere werden. Sprössling haben wir hier. Ist das da drüben trockenes Gras? Ich gehe mal kurz gucken. Sag ich mal, was bist denn du? Perfekt. Ich hätte es klein gemacht. Ich muss es jetzt nur noch einsammeln. Gut, 3 trockenes Gras hätte ich. Ich finde auch noch raus, wie viel Sprösslinge es sein müssen. Das ist gar keine Frage. Sprösslinge auch 3. Gut, 1, 2, 3. Jetzt muss ich nur noch gucken, das ist ein Kiesel? Das ist ein Kiesel, hervorragend. Ich brauche 3 Kiesel. 1, 2, 3. Gut. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Wir hätten auch einfach die hier aufheben können. Das hätte auch funktioniert im Übrigen. Hier liegt noch ein Pfeil von mir. Gib mir den.
Oh, die ist schon angekratzt. Gut, dann können wir die ja töten. Angekratzt. Ich brauche da ja noch mehr von. So ist es ja jetzt nicht. Gut, ich habe jetzt auf jeden Fall das für das Feuer. Das kann ich. Ich könnte eins bauen, wenn ich dann wollte. Ich bin mir nicht sicher, war das mit dem Nest hier hinten? Nee, ich glaube nicht, ne? Ah, ich weiß es auch nicht genau. Ich habe es mir nicht markiert. Da ist auf jeden Fall der Hotdog. Und hier irgendwo in der Nähe war das mit dem Nest. Ich weiß es. Moment. Ich ziehe meine Gasmaske auf. Sicher ist sicher. Hier ist eine Distel. Hier ist die... Ach, das hier ist der... Das ist das hier. Wo ich auch noch nicht so verstanden habe, was ich hier soll. Ob es hier irgendwas gibt. Pass auf, das ist ja eigentlich einfach. Wir gehen einfach gucken. Irgendwo wird sich hier schon zeigen, was es hier gibt. Ja, ihr habt eine Gasmaske auf. Das ist doch gut. Ach, das ist... Oha. Ich weiß ja nicht, ob ich da wirklich rein sollte. Sodatropfen. Ob ich das wirklich machen sollte? Ja, okay. Ich bin jetzt hier im... Aha, okay, das kann ich. Okay. Was? Ich kann hier Sachen zertrümmern. Das finde ich bemerkenswert. Okay. Wir gehen mal gucken. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass mir irgendwas entgegenläuft, was ich nicht sehen will. Spinnen. Aber es kann natürlich auch sein, dass es hier irgendwie noch was gibt, was man mitnehmen kann. Ne? Und das ist ja vielleicht dann schon wieder ganz spannend. Guck, da liegt zum Beispiel ein Zahn. Und das finde ich persönlich schon wieder ganz gut. Hier habe ich eine Kassette. Aha. Zusatzlog. Ominent Practical Technologies. Tully. Ach, egal. Ich kann das später noch machen. Das Wichtigste ist, dass ich es geschafft habe. Erfolg. Der Spacer funktioniert. Ich habe ein Set handelsüblicher polyedrischer Würfel in Standardgröße auf die Größe wesentlich kleinerer Würfel geschrumpft. Bögel, notiere dir, dass ich einen besseren Vergleich finden muss. Notiere. Jedenfalls ist das meine vollständige Rehabilitation. Allerdings habe ich jetzt ein neues Problem. Der kleine Thor sollte die Würfel zu Weihnachten bekommen. Er wird etwas enttäuscht sein. Aber vielleicht mag er ja auch Mini-Würfel. Die winzige Anleitung ist allerdings kaum lesbar. Vielleicht muss ich mir etwas Neues ausdenken. Auf in den Fun-Pit-Spielzeugladen, bevor er schließt. Naja, da hinten liegt nochmal hier so ein Zahacker. Hot Chaka Süßigkeit. Ja, ja, nimm mit. Ich meine, was willst du jetzt? Was muss ja nicht hier rumliegen, ne? Wenn man was mitnehmen kann, nehmen wir es mit. Hervorragend. Hier liegt eine Batterie. Das sieht zumindest mal so aus wie eine. Ja, es ist eine. Hier. Was ist das? Müll. Kompost, wie auch immer. Gut, wir können hier raus. Ob ich das wirklich will, weiß ich allerdings nicht. Das ist ein bisschen krass. Ah, das ist hier die Ecke, wo die Müllsäcke lagen, ne? Was bist du? Eine fleischige Fliege. Okay. Ich müsste vielleicht mal eine Waffe ziehen. Das könnte helfen. Ich weiß ja nicht, was jetzt hier so bei rauskommt bei der Sache. Hier gibt es erstmal das. Jetzt. Ich glaube, dass ich darüber muss. Moment. Das ist ja jetzt nicht so ein Megathema. Man geht hier auf den... Und dann hier so. Genau. Und dann fällt man runter, weil man zu blöd ist. So war der Plan die ganze Zeit. Ach, jetzt macht die... Tschüssi, Fliege. Macht meine Gasmaske nämlich kaputt. Das ist was ich nicht so schön finde.
Ah, da gibt es hier eine ganze Menge von, die meine Gasmaske kaputt machen. Ich könnte versuchen, sie abzuschießen, aber ey, bei meinem Talent und Schießen, ne? Aber wenn ich näher rangehe, wird es vielleicht was. Naja, auf jeden Fall könnten wir jetzt erstmal über die Schippe gehen. Wir können ja auch vielleicht erstmal gucken, was es hier so gibt. Oh, das ist ja interessant. Moment mal, das war doch das Loch, wo ich war, ne? Muss ich mir mal merken. Da war ich schon. Da war ich schon. Da bin ich schon gewesen. Interessant wird jetzt das hier oben. Ich habe Angst. Ich hole meine Waffe raus. Da dampft irgendwas. Und wenn da was dampft, dann kann das ja auch teilweise mal was Schlechtes sein, wenn da was dampft. Es sind Fliegen. Okay. Fliegen gehen. Okay, die fliegt weg. Ich habe 100 Wissenschaftspunkte. Dafür bin ich jetzt hier hochgekommen. Ernsthaft? Das ist alles, was es hier gibt? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Warte, wo die wegrollt, hebe ich sie lieber auf. Was ist das? Verrottetes Essen. Okay, hier gibt es noch mehr davon. Du hast gefunden, fleischige Fliege. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ist hier sonst noch irgendwas? Mein Inventar ist voll, warum? Okay, das ganze Fleisch der Fliege. Ja, das macht Sinn. Das wiederum ergibt Sinn. Aber hier ist sonst nichts, ne? Hier ist so ein Becher. Ach doch, hier ist so ein Zahn. Dann können wir den ja mal aufknacken. Ein Milchmolar. Gut, dann hat sich der Weg für hier hoch, also hier hoch wahrscheinlich doch gelohnt. Jetzt muss ich den Weg nur wieder runter. Wir können natürlich dann mal weiter über die Müllsäcke laufen. Vielleicht ist hier unten auf dem Papier, auf dem Blatt auch noch was. Papier, Junge, du hast auch Papier. Habe ich noch was zu essen, was ich jetzt essen kann? Ich habe hier verrottetes Essen, das kannst du fallen lassen. Das brauche ich nicht. Das ist eine Süßigkeit, die will ich eigentlich auch nicht unbedingt verbrauchen. Also muss ich mir jetzt tatsächlich hier das Lagerfeuer irgendwo hinstellen und muss essen. Okay, pass auf. Das mache ich jetzt hier unter dem. Ah, das geht natürlich nicht, ist ja klar. Gut. Ich könnte jetzt. Oh, warte mal. Komme ich hier runter, ohne zu stürzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist auf jeden Fall der Sandkasten aus der anderen Perspektive. Ich würde total gerne wissen, wie ich meine Waffe wegstecke. Das geht mir total auf den Nerv, dass ich das nicht weiß. Na gut. Hier, neben dem Bogen, das ist noch schön. Ich gehe mal zurück. In der Hoffnung, dass ich hier drüben dann irgendwann mein Essen braten kann. Hier soll es irgendeine Forschungsstation geben. Willst du mich verarschen? Das ist bestimmt da unten. Ne? Also hier oben zweifle ich hart dran. Ja, hier ist schon wieder ungültige Fläche. Kann ich nichts braten. Keine Bratwurst für mich. Einen Augenblick. Hier kann ich. Moment, wo bin ich denn reingekommen? Also raus. Das muss ja hier hinten irgendwo gewesen sein, oder? War das hier? Ich habe ehrlich gesagt null Plan. Backup. Space R-Files. Ich hüpfe hier mal gerade hoch. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas. Es sieht tatsächlich nicht unbedingt zwingend so aus. Wir können ja hier über den Kompost. Wir können uns über den Kompost in den Tod stürzen. Das wollte ich sagen. Also, falls euch das nicht klar war, mein Plan war, sich über den Kompost in den Tod zu stürzen. Aber hier kann ich bestimmt ein Lagerfeuer bauen. Warum habe ich denn jetzt keinen Kiesel? Was soll denn der Scheiß? Bist du ein Kiesel? Ich bin Kiesel.
Und ich stürze dir nichts zusammen, Alter. Ja, und dann beraten wir uns hier und dann müssen wir jetzt mal gucken, nicht, dass hier irgendwer kommt und mein Essen haben will. Wir haben ein bisschen was getrunken, die Sache läuft. Und dann brauche ich ein paar von diesen Ameisen. Kampf, Schwarz, Möglichkeit. Wo, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Brocke Fleisch gegessen. Ich esse gleich noch eine zweite, weil das so schön ist. Jetzt bin ich nämlich wieder voll geheilt und nicht mehr hungrig. Dass er das übrigens nicht stackt, finde ich merkwürdig. Wenn ich mal ehrlich sein soll. So, ich habe Essen. Und dann geht's weiter. Ja, ich brate das alles. Ich bin sowas wie eine Bratmaschine. Okay, dann Zacki. Jetzt abwarten, bis der fertig gegrillt hat und dann suchen wir uns Ameisen. Zack. Das Ding lassen wir natürlich da stehen, ist ja klar. Meine Gasmaske noch auf? Ja, habe ich. Gut. Zeigen Sie mir bitte Ameisen. Ja, das hier ist das ist der Fliegenschiss, den will ich nicht. Hier ist das Loch. Moment. Alles klar, das ist der Ameisenbau. Ich brauche aber keine Arbeiter, ich brauche eine Kampfdrohne. Das Problem ist, die Kampfdrohne, sie hier zu suchen, ist eine ganz miese Idee. Befürchte ich. Neulich lief hier eine rum. Was ist eigentlich er hier? Ah, weiß ich auch nicht. Hier macht er aber als irgendwas mit Forschungskram. Hier sind Pilze, hier kann ich wieder tauchen. Könnten mal hier rüber schwimmen. Was gibt's denn hier? Aha, einmal nix, bitte. Oh, hier ist ein Molar drin. Cool. Ich habe mir Verband angeklebt, das wollte ich gar nicht. Ich habe mir einen Verband angeheftet, das war gar nicht mein Ziel. Gut, dass ich nochmal getaucht bin, muss ich sagen. Was ist hier? Ist hier was? Außer, dass hier Verseuchung ist. Wo komme ich hier hin? Aha. Neben die Kiste. Wem hilft das? Ja, ich brauche von euch eine Kampfdrohne. Schickt mir die mal.